Willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Ich bin hier in Corinnes. Ich habe euch den ganzen Laufweg mal erspart. Das Problem ist nämlich, zeig mir deine Ware. Ich suche hier, wo ist er? Roten Tränenpfeffer von den südlichen Inseln. Vorsicht, scharf. Den hätte ich gerne, vielen Dank. Das Problem ist, wie gesagt, den kaufe ich mir, der ist gut. Es gibt den ganz Jaken da. Also Jaken da ist hier die Gegend, in der ich da gerade war. Mit der Erweiterung. Zeig mir deine Ware. Es gibt dort keinen roten Tränenpfeffer. Es gibt eine Möglichkeit, welchen zu erhalten, indem man Samuel, das ist der Schnapsbrenner bei den Piraten, indem man den niederschlägt. Das Problem ist nur, das funktioniert irgendwie auch nicht zuverlässig. Nicht jedes Mal, und außerdem will ich den ja nicht niederknüppeln. Und deswegen bin ich jetzt zurück zu Zuris. Und wenn ich schon mal da bin, dann schaue ich mich hier nochmal um, ob die Händler irgendwas Tolles haben. Zeig mir deine Ware. Es ist mir eine. Zum Beispiel eine bessere Zweihänderwaffe. Sieht nicht so aus, als könnte ich davon irgendeine benutzen. Rostiger Zweihänder, wie gut ist denn meine? Ich habe es gar nicht mehr im Kopf. Macht 75 Schaden, braucht 45 Stärke. 45 Stärke. Ich könnte 55 Stärke benutzen. Es ist. Und ich brauche aber mindestens 65 Schaden. Für den Steinbrecher bräuchte ich dann irgendwie schon 80 Stärke. Das Problem ist halt auch, dass mein Typhoon auch 2 Talent Bonus 5 gibt. Und das ist ja auch mal ein bisschen was wert. Und zwar deutlich mehr als 5 extra Schaden. Von daher bleibe ich erstmal bei meiner Waffe hier. Und wenn ich schon mal hier bin, jetzt in Corinnes, kann ich ja auch mal mit den Leuten hier quatschen, ne? Hey, guck mal. Die Vermissten sind wieder zurück. Wow! Ja, du hast es geschafft. Ihre Reise hat ein gutes Ende genommen. Aber deine Reise ist noch nicht beendet. Deshalb geh mit dem Segen Adanos. Adanos, segne diesen Mann. Erleuchte seinen Weg und schenke ihm die Kraft, allen Gefahren zu widerstehen. Dankeschön. Gut. Wow. Ich werde deine magische Kraft steigern. Wow, was war das denn gerade? Oh mein Gott, ich habe gerade 13 Mana geschenkt gekriegt. Was ich eigentlich gar nicht mal so geil finde. Weil ich das ja eigentlich machen wollte, wenn ich mehr dafür ausgeben muss. Andererseits habe ich jetzt auch keine Macht darüber aber gehabt. Aber sah, was geschehen war. Dann würde ich mal sagen, ich lasse das so. Das Land, ich kann jetzt aber mir erlauben, statt dem Amulett der Priester, glaube ich. Ach, Mist. Habe ich trotzdem nur 91 Mana. Kann ich einen Ring und umziehen? Inos verlieh ihm einen Teil seiner göttlichen Macht, auf das er dem Wirken Belias so, Einhalt zum Beispiel. Dann habe ich 106 Mana und 30 Lebenspunkte mehr. Und Belia sprach noch zu einem weiteren Wesen. Habe ich 96 Mana. Nee, das reicht dann nicht. Okay, dann habe ich jetzt die Wahl zwischen und das Wesen wurde bisschen mehr Schutz oder 10 Leben mehr. Da ich aber das Mana brauche, muss ich den hier nehmen. Dann habe ich mehr Leben und aber mit trotzdem 6 Mana als vorher. Wow, sehr geil. Das kam unerwartet. Aber ich sag mal nicht nein dazu. So, ich habe meinen roten Tränenpfeffer. Ich kann ja mal schauen. Ich habe, glaube ich, den Apfeltabak. Der ist mir letztens in die Hände gefallen. Oder Honigtabak oder sowas. Und da dachte ich mir, der da könnte den vielleicht wollen. Ich habe eine neue Tabakmischung. Lass mich deinen Tabak probieren. Yep. Du elender Raucher. Das schmeckt ausgezeichnet. Etwas Besseres habe ich noch nie zuvor geraucht. Tja. Wie hast du diese Mischung hergestellt? Gar nicht, hab's gefunden. Ich habe den Tabak mit Honig gemischt. Stimmt doch gar nicht. Das hast du getan, Vater der Mischkunst. Es wäre mir eine Freude, wenn ich meine armseligen Pfeifen damit füllen könnte. Stopf du mal. Danke, Sohn der Großzügigkeit. Keine andere Mischung wäre so gut wie diese. Alles, was du mir davon bringst, werde ich dir abkaufen. Okay. Interessant. Kannst du mir noch eine Weissagung geben?
O Sohn der geheimnisvollen Zukunft, es ist mir nicht möglich, den Schleier der Zeit zu lüften. Schade. Erst wenn die Zeit mir ein... Ja, schade. Ich dachte, vielleicht kann er mir Hinweise geben auf Ravens Tempel. Das heißt, alles, was ich an Honig habe, kann ich ja jetzt zu pure Geld verwandeln. Leider habe ich keinen Honig mehr. Ich fand es gerade so lustig, wie er einfach an seiner Zigarette gezogen hat, 2-3 Mal. Und dann hat er die brennende Zigarette einfach auf seinen teuren Teppich fallen gelassen. Naja gut, muss er wissen. Ist sein Teppich, ne? Würde ich mal so spontan sagen. Aber gut, ist nicht mein Problem. Hätte ich hier noch irgendwelche Quests mal so gefragt? Gold für Brutus, Diegos Gold. Diegos Gold! Ah, ich glaube, ich habe ja mittlerweile schon einen Ork besiegt. So langsam könnte ich mal mich mit den Orks anlegen und Diegos Gold holen. Das ging ja vor einigen Folgen sehr, sehr schief, als ich da Richtung Rampe wollte im Minental. Mittlerweile fühle ich mich da ein bisschen stärker. Liegt hier noch irgendwas rum? Nee. Ich war doch hier schon 1000 Mal. Ich habe doch hier garantiert nichts liegen gelassen. Das glaube ich nicht. Ach, herrje. Ich habe roten Tränenpfeffer. Sehr schön. Ah, verdammt. Da fällt mir gerade was ein. Wie dumm von mir. Ich muss mal kurz zurück. Denn ich habe etwas vergessen. So, wo ist hier der Teleporter? Ist der hinter mir? Ja, der ist hinter mir. Und zwar muss ich nochmal kurz nach Corinnes rein. Es gibt dort nämlich jemanden, mit dem ich noch sprechen möchte. Und zwar habe ich ja gerade chronisch zu wenige Dietriche. Und der Meister, ich weiß nicht, ist es Torben oder Elbridge? Elbrich, der Lehrling oder der Torben, der Meister, ich weiß es gar nicht. Aber einer von denen verkauft auf jeden Fall Dietriche. Da sage ich auf jeden Fall nicht nein. Und ich habe jetzt auch nicht aufgepasst bei Kantar, ob der welche hat. Ich würde es ihm zutrauen, dem schmierigen Typen, dass der Dietriche hat. Ich frage ihn einfach mal, auch wenn ich ihn nicht mag. Hey, du. Geh mal her. Zeig. Nope. Keine Dietriche. Ich muss weiter. Ja, ja. Ist doch egal. Dass er das jedes Mal sagen muss, das ist so ätzend. Ach ja. Wer sagt denn so, bei den Händlern war ich gerade. Noch nicht mal Baltram hat die Trüche. Soll ich mich denn noch alles kümmern? Was ich sehr interessant finde, weil er eigentlich der Händler der Banditen ist. Aber gut. Lassen wir das mal so. Naja, Banditen. Ich dachte Piraten. Piraten waren es, glaube ich, ne? Irgend so. Keine Ahnung. So, Elbridge, hast du. Danke, dass du mich gerettet hast. Du hast keine Dietriche. Was, Torben? Hey, du. Einer von den beiden. Ja, genau. Kannst du mir Dietriche verkaufen? Wenn ich noch welche habe? Ah ja, 5 Stück. Die nehme ich gerne alle. Vielen Dank. So. Dann habe ich hier noch ein paar Wertsachen zu verkaufen. Nämlich Ringe, die ich garantiert nicht mehr trage. Andererseits brauche ich das Geld gerade nicht. Also kann ich mir das auch sparen. So viel ist es ja nicht, aber ich kann ja mal Warte hier... Warte mal. Bisschen. Ich darf... Ich möchte nicht einen Erzklingel kaufen, ich möchte handeln. Hey. Oder im Internet ist jetzt Brian. Was kann ich bei dir bekommen? Ich könnte dir Schmiederohlinge verkaufen. Ja. Ach, guck mal, Harad, der Schmied, der hat die Orkwaffe, die ich ihm gebracht habe, auf dem Rücken. Finde ich ja schön. Ach, guck mal, und ich habe ja schon eine Waffe, die 80-80 macht. Gut, den Stab der Feuermagier, ja, das behalte ich mal aus Nostalgiegründen. Das edle Schwert ist mittlerweile meine beste Einhandwaffe. Dementsprechend werde ich das auch mal behalten als Ersatzwaffe. Genauso wie einen Degen und einen Degen der Banditen als Beweismittel. Kennt ihr ja alles. Kampfstab brauche ich nicht. Spitzhacke behalte ich mal, kann man benutzen. Sichel brauche ich nicht, Dolch brauche ich nicht. Und die magischen Dinge würde ich gerne behalten. Jagdbogen. Bei Bögen würde ich eigentlich ja eher bei... Naja, jetzt habe ich halt 200 Verlust gemacht, was soll's. Kann ich den einen von den Bögen überhaupt anlegen? Da fehlt mir ein Geschicklichkeitspunkt für den besseren Bogen. Habe ich denn Geschicklichkeitstafeln? Ja, ich habe welche, aber ich glaube nur noch 3er. Genau, nur noch 3er. Kann ich also erst dann lesen, wenn ich nochmal...
nächste Stufe der Sprache gelernt habe, was ich auf jeden Fall tun werde. Ich weiß nur nicht, ob ich das jetzt sofort mache, wenn ich aufgelevelt habe. Ich könnte ja nämlich alternativ auch meinen Mana steigern, damit ich das endlich mal ein bisschen höher kriege. Aber Inos sah, was geschehen. Und dann, ich meine, vorher lohnt es sich eh nicht wirklich, die. Zumindest die Mana-Tafel lohnt sich nicht zu lesen vorher. Das habe ich schon immer So, jetzt ist die Hälfte der Folge um und ich habe noch nichts getan. Oh mein Gott, ich bin so langsam. Gut, ich habe Dietriche, ich habe mit Leuten gequatscht, ich habe roten Tränenpfeffer. Gut, damit habe ich eigentlich alles, was ich brauche. Und das heißt, ich kann jetzt zu Fortuno gehen und mal schauen. Er war ja, wenn ich richtig mich recht erinnere, irgendwas mit Raven hatte er zu tun und erinnert sich nicht. Vielleicht hat er ja noch ein paar wertvolle Tipps. Genau, das war ja der Grund, warum ich dann mit ihm sprechen wollte, bevor ich zu Raven gehe. Schauen wir doch mal, ob das so funktioniert, wie ich mir das erhoffe. Und außerdem gibt es in der Taverne noch zwei Schlösser, die ich gerne knacken würde mit Dietrichen. Aber ich glaube, ich werde hier ein bisschen bescheißen. Ich werde vorher speichern, weil ich nur 5 Dietriche habe und es trotzdem gerne alles aufkriegen würde. Und ich wüsste gerade auch nicht, wo ich sonst Dietriche herkriege. Nun ja, ich will jetzt, ich kann mir den Abstecher ins obere Stockwerk in der Taverne Nein! So wenig, ach, verdammte Axt. Ich dachte schon, ich hätte das Richtige ausgewählt. Nein! Spezielle Tränke. Elixier der Geistveränderung. Yay! Trank hergestellt. Ich hoffe mal, ich hatte alles, was nötig war dafür. Aber ja, mir hat ja nur der rote Tränenpfeffer gefehlt. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr reden. Irgendwie ist mein Hals ein bisschen zu. Ich bin hier die ganze Zeit am Husten. Nun ja. Das soll nicht euer Problem sein. Okay, stopp. Bevor ich hier weitergehe, bevor ich wieder zu den Banditen gehe, brauche ich auf jeden Fall die andere Rüstung. Nur um es klarzustellen. 7700. Hä? Hatte ich nicht den... Achso, nee, ich habe den Ring an mit Lebensenergie und so. Ja, ja, okay, alles gut, alles gut. Alles so, wie es sein soll. Kein Problem. Wo ging es zu den Banditen? Zum Sumpf? Zum Banditenlager. Gut, ich habe den Trank. Das heißt, als allererstes gehe ich jetzt mal zu Fortuno und werde mal schauen, was er so zu erzählen hat. Oder mache ich das am Ende der Folge? Ich mach's am Ende der Folge. Da kenne ich jetzt nichts. Ich mach's am Ende der Folge. Und vorher versuche ich mich hier an diesen Schlössern. Das kann ja nicht so lange dauern. So, wie gesagt, ich habe nur 5 Dietriche, aber ich wüsste echt gern, was da drin ist. Dann speichere ich doch mal und dann. So, wie war's? Rechts, rechts, links. So viel weiß ich noch. Und dann rechts. Genau, dann nochmal rechts. Ja, und dann links. Nein. Okay, zweimal rechts, einmal links, dreimal rechts. Ah, das war's schon. Extrakt der Heilung, Mana-Extrakt, Rezept für Loose Doppelhammer. Wow. Was ist denn Loose Doppelhammer? Moment. Also, Loose Doppelhammer. Wo ist Loose Hammer? Wo ist Loose Hammer? Loose Hammer. Wo ist Loose Hammer? Hab ich das? Ach, das habe ich Samuel gegeben, gell? Loose Doppelhammer, man nimmt einen guten alten Loose Hammer und destilliert ihn nochmal. Als ich ein Laie daran versucht, will nicht nur blind, sondern auch tot sein. Oh. Ups. Okay. Dann sollte ich das vielleicht mal echt dem Samuel überlassen, dem alten Haudegen. So, wie sieht's hier aus? Links, zweimal links und rechts bricht der Dietrich ab. Und vor sowas hatte ich Angst. Genau deswegen habe ich gespeichert. Okay, also dreimal links fängt's hier an. Dann rechts, zweimal links und einmal rechts. Wow, ich bin so gut. Das war echt geraten. Gut, das war jetzt eher nicht so prickelnd. Aber Loose Doppelhammer ist natürlich super. Achso, ich höre es zu, weil ich gespeichert und geladen habe. Kein Problem. Kennst du Loose Doppelhammer? Nö, kennst du nicht. Ist mir auch egal. Gut, ich habe den Trank der Geistesveränderung. Ich habe... Habe ich sonst noch irgendwas im Banditenlager zu tun? Mal so gefragt.
nur noch Raven, ne? Ich glaube, das war's. Dann muss ich nur noch zum Adanos-Tempel. Dann bin ich da fertig. 318, ja, ja, passt schon. Fortuno, hey, ich habe hier einen Trank. Ich habe einen Trank für dich. Das wird dir helfen, dich zu erinnern. Ich vertraue dir. Oh, oh. Und? Ah, ich erinnere mich wieder. Jetzt sehe ich Adanos Stimme bei. Was habe ich getan? Ja, was hast du getan? Und vor allem, was hat Raven getan? Ich habe ihm geholfen, Kontakt aufzunehmen. Zu ihm! Er wollte verschiedene Elixiere. Ich braute sie ihm. Er hat versucht, das Portal zu öffnen, um in den Tempel zu gelangen. Wieso? Was will er in dem Tempel? Ein mächtiges Artefakt. Es liegt begraben, zusammen mit dem, der es einst trug. Ein großer Krieger, der ihm verfallen ist. Und weiter? Wir konnten das Portal nicht öffnen. Aber Raven war sicher, dass er es könnte, wenn er die Gruft des Priesters ausheben lässt. Deshalb brachte er die Sklaven her. Opfer, die er zwingen konnte, dort zu buddeln, wo die Mächte der Zeit ruhen. Gruft des Priesters? Die Ruhestätte eines Adanos-Priesters. Sie liegt in der Mine. Ich erinnere mich auch an die Steintafeln. Er glaubte, dass sie ihm den Weg zeigen würden. Und als er die Schriftzeichen darauf entziffern konnte, brauchte er mich nicht mehr. Er hat einen Zauber des Vergessens auf mich gewirkt und du hast mich befreit. Gerne doch. So, und nun? Warte mal. Warte mal, ich kann dir doch Sumpfkraut geben. Ich habe Sumpfkraut für dich. Für Erfahrung, ne? Wie war das? Ja, das mache ich doch mal. Ich brauche ja Sumpfkraut sonst für nichts mehr. Ich habe ja schon alle Schnäpse gebraut. Ich habe... Ja, ich glaube für Loose Hammer braucht man Sumpfkraut, aber... Was soll's? Brauche ich ja gerade nicht. So, dann meine letzte Amtshandlung in dieser Folge, bevor ich wieder dort bin, wo ich begonnen. Aber um nächstes Mal dann zeig mir deine Ware. Zum Tempel reinzugehen. Meine letzte Amtshandlung wird darin bestehen, zunächst mal hier zum Beispiel Bolzen zu verticken. Also im Prinzip will ich jetzt mein Inventar noch ein bisschen aufräumen. Was ich zum Beispiel nicht mehr brauche, ist die schwere Banditenrüstung. Die kannst du haben. Dann brauche ich nicht mehr meinen Ring der Magie. Ich habe ja die Ringe der Priester. Die geben ebenso 5 auf mein Ring der Priester. Genau, 5 auf Mana. Und ich habe halt noch den Mana-Bonus dazu, wenn ich mehrere habe. Den könnte ich mal Laris zurückgeben. Den brauche ich noch. Dann habe ich das hier doppelt. Das werde ich aber bei den Magiern verkaufen. Ansonsten würde ich hier gerne die Dietriche behalten. Minecrawler-Zange ebenso. Fälle werde ich Bossbar geben. Aus Nostalgiegründen. Ja, gut, den ganzen Kram hier unten, der ist mir eigentlich relativ egal. Den brauche ich nicht. Aber was ich brauche, oder zumindest gerne hätte, bevor ich da reingehe in den Tempel, wären Tränke. Wie viel habe ich denn noch? Guck mal, ich habe nur noch 2. Ach so, nee, Blödsinn. Ich habe auf jeden Fall nur noch 6 kleine Heiltränke, die gibt es aber hier nicht. Ein 100er Mana-Trank wäre geil. Da habe ich nämlich gar nicht mal so viele. Also kaufe ich mir die einfach mal. Und 2 Reine sollten aber eigentlich reichen. Ne? So, dann habe ich davon 32. Das ist okay. Dann gehe ich da auch mal auf 32. Und dann gehe ich doch hier einfach auch mal auf 32. Da... 32 und ja, das war's dann auch erstmal. Mehr kriege ich hier nicht, oder? Ist das ein 100er oder ein Reiner? Das ist ein Reiner. Gut. Die Dinge brauche ich eigentlich nicht. Feldklötterich? Weiß gerade nicht. Ist ja nicht wichtig für Tränke? Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Gut, ich habe genug Geld. Mehr als genug, nach wie vor. Ich habe immerhin genug Tränke jetzt. Wieder. Also zumindest bin ich mir jetzt sicher, dass die Tränke ausreichen. Für was immer ich darin auch finden werde. Ich fürchte, dass es ein bisschen heftiger wird da drin. Mit Kämpfen und so. Aber gut, schauen wir mal.
Leider hat Fortuna mir jetzt ja nichts wirklich Neues erzählen können. Das mit dem Artefakt weiß ich ja schon. Ich weiß sogar, welches Artefakt das ist. Das Priestergrab, das habe ich ja schon gefunden gehabt. Tja, ne? Also bleibt mir jetzt eigentlich nichts anderes übrig, als hier zu versuchen reinzugehen. Ich glaube, die Worte kenne ich, mit denen ich das Tor öffne. Die hat mir, glaube ich, Saturas oder so gesagt. Oder Rademus? Keine Ahnung. Aquahopon? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Jedenfalls geht es hier weiter. Und zwar, um genau zu sein, beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und, bis dahin. Auf Wiedersehen. Ciao.